Aber wissen Sie, was mich eigentlich stört an diesem ganzen Ukraine-Konflikt jetzt? Wie man mit unserem altehrwürdigen Altbundeskanzler Gerhard Schröder umgeht. Ja, das ist doch nicht in Ordnung. Alle hacken auf dem Mann rum, er soll seine Beziehungen zu Moskau kappen, aber niemand versetzt sich mal in dessen Situation. Der Schröder kann gar nicht mit dem Putin brechen. Der Schröder kann nicht aus seiner Haut, weil er ansonsten gehäutet wird. Ja, Sie können ja nicht einfach so aus der Mafia austreten. Das geht ja auch nicht. Sie können dem Partner ja nicht sagen, du, ich habe mir das mal überlegt mit deiner Mafia, ich mache hier nicht mehr mit. Das können Sie ja nicht bringen. Und der Putin, das wissen wir, der lässt es noch nicht einmal wie einen Unfall aussehen. Der Schröder kann nicht Tschüss sagen, sonst geht er nicht mehr in die Geschichtsbücher ein als der Brioni, sondern nur noch als der Polonium-Kanzler. Oder als der Genosse der Geschosse. Und ich finde, er sollte auch gar nicht mit Russland brechen, denn er ist ja der letzte Kommunikationsweg, den wir noch haben, in den Kreml. Und darauf sollten wir nicht verzichten. Sehen Sie, wenn wir die Russen jetzt bei SWIFT rausschmeißen, dann können wir ja gar nicht mehr unsere Energielieferungen bezahlen, auf die wir ja leider noch angewiesen sind. Das heißt, wir brauchen jemanden, der mit Reisetaschen voller Bargeld nach Moskau fliegt und mit Reisetaschen voller Gas zurückkommt. Die sogenannten Gerdgaslieferungen. Vom sogenannten Gasgerd, wie man ihn nur noch nennt. Ne? Der Gasgerd. Die Süddeutsche Zeitung hat übrigens darauf hingewiesen, dass man das ja auch wunderbar rückwärts lesen kann. Versuchen Sie das mal. Ich habe Ihnen das mal mitgebracht. Schauen Sie. Es dauert einen Moment. Rückwärts. Ja? Es dauert immer so, bis das hinten angekommen ist. Und es gibt noch einen dritten Grund, warum Schröder mit Moskau nicht brechen möchte wahrscheinlich. Und zwar ist das durch sein Leitmotiv zu begründen, durch sein Lebensmotto. Das hat er mal verraten in einem Interview, da war er noch nicht Kanzler, war er noch Ministerpräsident in Niedersachsen. Und zwar sagt er in diesem Interview Folgendes: Ich sage mir immer, was du jetzt machst, ist ja sehr schön. Aber was kommt danach? Wie geht es weiter? Sehen Sie, das ist Gerhard Schröder. Der denkt immer einen Schritt voraus. Der möchte immer noch eine Steigerung. Und was möchte jemand noch werden, der schon deutscher Bundeskanzler war? Er wird russischer Präsident. Ja, natürlich, wenn das eigene Volk den Putin stürzt, ist der Schröder schon da. Ja? Die Oberhand in den Energiekonzernen hat er dann schon. Dann werden die Beziehungen zum Westen erstmal geglättet. Dann bringt er die russische Wirtschaft auf Vordermann mit der Agenda 2040. Carsten Maschmeyer reformiert für ihn das russische Fernsehen mit die Höhle des Bären. Und Peter Hartz verkehrt nur noch in Moskauer Bordellen unter Zuhilfenahme eines neuen russischen Potenzmittels für den Erfinder von Hartz IV, Sputnik 5. Aber das ist natürlich Wunschdenken, weil ja viele in Russland gar nicht wissen, was wirklich passiert, weil sie Fake News serviert bekommen. Und das ist das Problem. Wer durchblickt und wer Kritik äußert, wird direkt aus dem Verkehr gezogen. Vielleicht kann ich Ihnen abschließend noch diesen alten Witz erzählen, den werden Sie wahrscheinlich kennen. Ein Besoffener in einer Moskauer Kneipe sagt zu seinem Gegenüber: Kennst du den Unterschied zwischen Wodka und Wladimir Putin? Nein, der Wodka ist flüssig und Putin ist überflüssig. Da sagt sein Gegenüber: Und kennst du den Unterschied zwischen diesem Tresen und dir? Nein, der Tresen bleibt hier, aber du kommst jetzt mit. Das ist Satire und Meinungsfreiheit in Moskau. Applaus